Union Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich komme zum Thema zurück. Die FDP will Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsstaaten einstufen. Damit nimmt die FDP vorweg, was die SPD und Union zur weiteren Demontage des Asylrechts in den Entwurf des Koalitionsvertrags hineingeschrieben haben. Wir lehnen diese Einstufung dieser Staaten als sichere Herkunftsstaaten ganz klar ab. In Marokko, Algerien und Tunesien finden nach wie vor gravierende Menschenrechtsverletzungen statt. Und deswegen sagen wir auch ganz deutlich, dass das Asylrecht für Menschen aus diesen Ländern nicht eingeschränkt werden darf und jeder Antrag individuell und unvoreingenommen geprüft werden muss. Statt die Situation, und der Kollege Self hat es schon angesprochen, seitens der FDP genau zu prüfen, wie es in den Herkunftsländern aussieht, haben sie einfach mal eben aus dem alten Antrag kopiert und das in ihren Gesetzentwurf hinein von 2016. Aber Sie als Juristin, Frau Teuteberg, sollten eigentlich wissen, dass man eine aktuelle Lage braucht. Und von daher bin ich doch sehr erstaunt, wie hier gearbeitet wird. Die Lage hat sich seitdem nämlich erheblich verschlechtert. Das liegt zumindest die bereinigte Schutzquote, die sich jetzt unterscheidet von dem, was Herr Self hier eben vorgetragen hat. Denn Marokko lag im dritten Quartal 2017 bei 10%, Tunesien bei 4% und bei 12%, Algerien bei 10% und Tunesien bei 4%, wie gesagt, bereinigte Schutzquote. Und das ist mehr als doppelt so hoch. Sämtliche von Menschenrechtsorganisationen Berichte zeigen, dass diese Länder nicht sicher sind. Zum Beispiel Marokko. Dort werden Frauen systematisch diskriminiert. Außerehelicher Sex oder außereheliche Schwangerschaft stehen unter Strafe. Vergewaltigung in der Ehe ist strafbar. Vergewaltigungsopfer müssen mit Kriminalisierung rechnen. In Algerien können Männer, die ein minderjähriges Mädchen vergewaltigt haben, sogar straffrei ausgehen, wenn sie ihr Opfer heiraten. In allen drei Ländern gibt es immer wieder Berichte über Folter bei polizeilichen Verhören. Ganze Bevölkerungsgruppen, oppositionelle, religiöse und ethnische Minderheiten, Frauen sowie Schwule und Lesben sind durch strafrechtliche Verfolgung gefährdet. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat übrigens gesagt, wird auch nur eine Gruppe in einem Land verfolgt, kann das Land insgesamt nicht sicher sein. Das können Sie auch nicht umgehen, indem Sie sogenannte Sonderbeauftragte für solche Gruppen einsetzen, Kollegin was immer das aussehen soll. Gestatten Sie eine Bemerkung oder Zwischenfrage der Abgeordneten von Storch? Nein. Und, meine Damen und Herren, haben Sie einmal daran gedacht, was es eigentlich bedeutet, als ein verfolgter Oppositioneller oder eine verfolgte Lesbe aus den Maghreb-Staaten hier einen Asylantrag zu stellen? Vorausgesetzt, Sie überleben die Reise über das Mittelmeer, wird Ihnen das Stigma des Asylmissbrauchs angehaftet, weil Ihnen per se unterstellt wird, einen offensichtlich unbegründeten Asylantrag zu stellen. Sie haben eingeschränkte Asylverfahrensrechte. Von Rechtsprechung brauchen wir gar nicht reden. Sie müssen erdulden, in Sonderlagern festgehalten zu werden. Sie unterliegen einer verschärften Residenzpflicht, dem Arbeitsverbot und allen möglichen Integrationsmaßnahmen, die man eigentlich sofort beginnen müsste. Ein solches Asylrecht zweiter Klasse lehnen wir ganz klar ab. Es muss faire Verfahren, faire Asylprüfung für alle Schutzsuchenden geben. Und, verehrte Kollegen von der FDP, vielleicht werden Sie ja etwas nachdenklicher. Heute hat es eine Presseerklärung gegeben vom LSVD, Lesben- und Schwulenverband. Er sagt in seiner Überschrift, FDP bricht Versprechen für entschiedenen Einsatz für Menschenrechte weltweit. Und vielleicht macht Sie das ja nachdenklich. Danke.
Zu einer Kurzintervention hat die Abgeordnete